Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video. Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, und wir sind hier im Finale der Finale. Nämlich, wir spielen unsere Full-Power-Deck-Matches zu Mord in Cardiff Manor. Richtig. Haben wir uns nämlich Decks mit allem, mit vollem Zugriff auf alle Karten der Edition geleistet, ne? Wobei wir uns aber natürlich in den Farben bewegen, die wir auch schon bei den Einsteiger-Deck-Matches gespielt haben. Das heißt, du bist bei Schwarz-Rot geparkt. Richtig, genau. Und ich bin bei Grün-Weiß. Ja, guck mal auf dem YouTube-Kanal nach, denn da haben wir nach dem Motto Magic spielen muss nicht teuer sein, halt vorher auch schon in diesen Farben uns nur Decks aus den gewöhnlichen Karten gespielt, haben uns damit auch duelliert, hat mega Spaß gemacht, waren richtig gute Matches. Jetzt haben wir uns Full-Power-Decks gebaut, auch da sind die Deckvorstellungen auf YouTube schon hochgeladen, wenn ihr hier den YouTube-Upload dieses Matches seht. Ne? Unsere Matches werden auch auf YouTube hochgeladen. Wir sind hier die Ersten. Ne? Danach duellierst du dich mit Jenna, die sich ebenfalls ein Full-Power-Deck gebaut hat. Danach bin ich nochmal gegen Jenna dran und mal gucken, welches Deck hier am besten performt. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann kommt im Trading Card Superstore vorbei. Ne? Holt euch auf der Internetseite ein Ticket unter dem Reiter Events und dann geht's ab. Jo. Vielleicht auch im Stream. So viel dazu. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Kanal abonnieren, liken, kommentieren gerne. Ne? Und, das ist selbstverständlich. Ja, und jetzt die Frage aller Fragen. Würfeln oder schnucken? Also, du hast ja schon Würfel an die Seite gelegt, deswegen sage ich Würfel. Das ist der Notfallwürfel. Nee, wir würfeln. Achso, ja dann. Habe ich diesen freshen Würfel hier, der ist auch echt schick, ne? Wo kam der her? Zeig. Guck mal, ein Schwert. Das ist Call of Manor. Dann fehlt da, glaube ich, die 16. Oh, richtig. Die 2 fehlt auch. Okay, das heißt, wenn ich die würfel, ist es automatisch 20 dann, ne? Nee, ganz sicher nicht. Ja gut, dann fang ich mal an. Ja, fang du an. Aus dem Bild. Aus dem Bild zählt nicht. Nee, ist eine 4. Das hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wow. 7. Wenn ich jetzt unter 7 würfel, ne, dann finde ich das nicht fair. Unter 7 ist unter 7. 1! Ist auch unter 4. Okay, da hätte ich so oder so verloren. Okay, dann ist noch okay. Dann ist sehen okay. Sie. Ja, ja. So. Ja, ich gebe auch noch. Ich glaube, bei Dungeons & Dragons ist 1 ein kritischer Treffer gewesen. Ja. Also dieses Pen and Paper. Ja, das ist kritischer. Ne? Ja. Katastrophal versagt. Nee, das war bei Midgard. Wir haben früher nicht mal beides gespielt. Midgard war, glaube ich, 20 kritischer Treffer und 1 war kritischer Fehler. Also genau andersrum als bei Dungeons & Dragons. Aber egal, wir spielen ja Magic Gathering und da haben wir jeder 20 Lebenspunkte und wir haben 7 Karten. Ich darf entscheiden, ob ich anfangen möchte und ich möchte anfangen. Nur, das heißt, ich bin der aktive Spieler und ich muss zuerst sagen, ob ich meine Hand halte oder ob ich eine neue Hand ziehen möchte. Ach, und da geht das aber schon so los, dass ich da ins Überlegen komme, was wir denn hier machen. Und ich sage, ich halte mal. Ja, ich halte nicht. Ah, dann musst du mal meine nehmen. Ne? Mhm. Ich darf dann gleich, wenn ich loslege, auch keine Karte ziehen. Aber, jo, so ist das. Er darf keine Karte ziehen. Mhm. Und du darfst jetzt noch mal 7 neue ziehen, musst dann eine, wenn du die Hand dann hältst, entscheiden, welche Karte... Das war der Zeigefinger. Ja. Wir haben übrigens auch ihr habt ein sehr lustiges YouTube-Short runtergeladen. Es kommt auch jede Woche kommt ein YouTube-Short online, wo die verschiedenen Arten des Abhebens dabei sind. Und den Klopfer gibt's auch. Mhm. Das sieht doch deutlich besser aus. Ah, DSA war das mit dem niedrigen. Ah, guck an hier. Okay. Ah, ja. So. Vater machst du nicht mehr lange, genau, Julian übernimmt ja, ja, ist klar. Ihr kriegt mich hier nicht weg. Und jetzt? Muss ich eine Handkarte abwerfen. Ja, wenn du die Hand hältst, kannst du noch einmal liegen nehmen, wenn du willst. Die soll es sein? Die ist es jetzt auf jeden Fall, ja. Jetzt liegt sie schon unten. Schön. Dann lege ich mal los. Gerne. Und gebe dir eine geheime Information, nämlich... Ich spiele grün. Lege eine Wand. Mhm. Dann bist du dran. Das sind die Farben des Mörders, ne? Das weißt du auch. Aha. Spiele ich ein Gebirge. Mhm. Naja. Und dann? Und dann gebe ich ab. Schwach. Ja, dann komme ich. Ja, so aggressiv ist das eigentlich. Also, zack. Also hat auch schon ein paar aggressive Kräfte und so. Da das kann auch vielleicht im ersten Zug schon losgehen. Bei aber mir eine Ebene. Noch eine geheime Information. Ich spiele weiß. Oh, dann spielst du auch Tostani. Mhm. Wer weiß. Ja, natürlich. Erstmal zahle ich mal hier 2 Mana. Ich finde die sehr, sehr mächtig. Ne?
Ja. Und bringe. Guck mal, wir haben so coole Sounds. Pass auf. Und immer diese richtig coole Sounds. Perfekt getimt, hast du gesehen? Ja, toll, hast du super gemacht. Ja. Die scharfäugige Anfängerin für ein grünes 1-2-2 mit Wachsamkeit. Ja. Tappt also sich beim Angriff und immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls ihre Stärke größer ist als die Stärke der scharfäugigen Anfängerin oder ihre Widerstandskraft größer ist als die Widerstandskraft der scharfäugigen Anfängerin, lege eine +1/+1 Marke auf die scharfäugige Anfängerin und stelle Nachforschung an. Mächtig. Mächtig. Die ist gut. Ja. Die ist sehr, sehr stark. Die ist ja Full Power, Junge. Ja, okay. Ne? Dann bist du. Haha, Ende deines Zuges. Würde ich gerne einmal einen Schock auf deine Kreatur spielen und einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte da zufügen. Freut er sich, ne? Und ja. Das ist dann deine, keine Ahnung, wie sie heißt, ja. Frau. Okay, egal. Gut, ne? Dann, ja, sie ist ja also, jetzt. Jetzt geht das schon wieder los. Dann habe ich Ziel. Das Kaputtmacherkind hat sich ein Deck gebaut. Ja. Yeah. Nee, so viel ist ja gar nicht in dem Deck drin, was kaputt macht. Ich spiele mal für 2 Mana den Fall des versteckten Skeletts. Ja, okay. Ist eine Verzauberung ein Fall, ne? Das ist ja auch neu in diesem Set. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Wenn dieser Fall ins Spiel kommt, erzeuge einen 2-1 schwarzen Skelett-Kreaturen-Spielstein und verdächtige ihn. Heißt also, er hat bedrohlich und kann nicht blocken. Mhm. Lösen. Du kontrollierst kein verdächtigtes Skelett. Ne? Also das muss ich dann haben. Ne? Falls ungelöst, löse den Fall zu Beginn deines Endsegments. Und wenn der Fall gelöst ist, kann ich für ein beliebiges und ein schwarzes Mana diesen Fall opfern und meine Bibliothek nach einer Karte durchsuchen. Nimm sie auf deine Hand, mische danach, aktiviere diese Fähigkeit bei Next rein. Ja, ist gut. Die ist sehr gut, ja. Du kontrollierst keine verdächtigen Skelette, okay. Also, wenn du nicht möchtest, dass ich das letzte mache, muss das Skelett halt einfach die ganze Zeit durchlaufen, ne? Ja. So. Mhm. Und dann lege ich hier mal eine Verdächtigt-Marke drauf. Mhm. Du bist ja richtig gut vorbereitet. Ja, ja. Krass. So, und dann bist du dran. Mhm. Dann tapp ich mal. Ziehe eine Karte. Ja, und. Der Skelett-Token ist auch übrigens richtig cool. Also, gefällt mir auch sehr. Naja, mal gucken. Sagen sie alle. Na, ich bringe mal eine Ebene. So. Und dann bringe ich mal für 2 Mana. Die sollen weiß sein. Eine Heldin des 10. Distrikts. Ja, 2-3 Kreatur. Die finde ich auch super. Schön, dass du alle meine Karten super findest, ne? Ja, ja. Weiß und 1, Beweissicherung 2. Das heißt, ich muss Karten aus meinem Friedhof mit Mana-Kosten 2 oder mehr entfernen, exilen, ne? Um da Beweissicherung 2 durchzuführen. Die Heldin des 10. Distrikts wird zu einem Menschdetektiv mit Basisstärke und Widerstandskraft 4-4 und erhält Wachsamkeit. Was hat die für Mana-Betrag? 2. Ne? Und für 3 und Beweissicherung 4. Falls die Heldin des 10. Distrikts ein Detektiv ist, wird sie zu einer legendären Kreatur namens Mileva, die Unverzagte mit Basisstärke und Widerstandskraft 5-5 und erhält andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Gecheckt? Andere haben Unzerstörbarkeit. Ja. Ja, aber ich muss doppelt hochleveln, ne? Ich muss erst Beweissicherung 2 machen. 4-4 ist schon krass mit Wachsamkeit, ne? 4-4 ist schon, also das könntest du ja gleich schon für zwei Mana machen. Richtig. Das ist schon extrem stark. Ist ja Full Power, Junge, weißt du? Und dann war da 5-5 und andere Kreaturen, die konnten. Oh. Ja, ja. Und die kann man nicht schocken. Grünhaut, das ist so. Die hat 3 hinten, weißt du? Eine Draufhau-Kombo. Dann bist du dran. Da will wohl wieder jemand draufhauen. Mhm. Spiel ich ein Gebirge. Wachsamkeit, richtig, okay. Ist ja nicht verkehrt, ne? Mhm. War ja klar, dass ich hier gegen so ein mega aggressives Deck irgendwie laufe. Hier rot-schwarz, da wieder hier. Mal gucken, was jetzt kommt. Krenko, Baron der Zinnstraße. 3-3 mit Eile und tappen auf ein Artefakt. Lege auf jeden Goblin, den du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Mhm. Artefakt hast du ja momentan nicht, ja? Richtig. Immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, kannst du ein rotes Mana bezahlen. Falls du dies tust, erzeuge einen 1-1 roten Goblin-Kreaturenspielstein. Er erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Okay. Ja, da geht's schon richtig los, ne? Ja, und dann greife ich mit beiden an. Ja, so, jetzt ist die Frage. Bedrohlich. Ja, ach, der ist bedrohlich. Ja, dann kriege ich ja nur Schaden ab. Ja. Haben wir 5, ne? Richtig. Ja, geht schon ab hier. Ja, das werden schnelle Matches werden, Leute. Dann bist du dran. Okay. Zack, zurück. Ziehen. Ja, also, wie schon gesagt, er hat halt bedrohlich und kann nicht blocken. Mhm. Der Skelett. Das ist ja toll. Ja, dann möchte ich mal Beweissicherung 2 durchführen. Ich zahle ein
weißes und ein grünes Mana. Mhm. Ne? Und muss hier eine Kreatur oder eine Karte mit Mana-Kosten 2 oder mehr exilen. Ja. Drehen wir die mal so. So, und dann ist er jetzt ein Mensch-Detektiv mit Basisstärke und Widerstandskraft 4-4 und erhält Wachsamkeit. Ja. Das heißt, ich lege hier mal eine 4-4 hin, so, ne? 4-4 ist er jetzt. Habe ich eine Wachsamkeitsmarke? So. Die haben wir hier. Ja, kannst du mal, ich kann noch ein bisschen stöbern. So, angreifen kann er auch schon. Das heißt, da der Wachsamkeit hat, kommt er jetzt mal für 4 zu dir. Ja. Ja, dann bist du. Lass mich gucken. Können wir uns hier schauen. Ja. Dann enttappe ich. Zieh eine Karte. Wachsamkeit, guck mal da. Zack. So, das machen wir dann einfach ganz einfach. Für 3 Mana, sag ich. Tödliche Komplikation. Eine Hexerei. Bestimme eines oder beides. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Ja, mehr Removal, ne? Das ist eine Kreatur. Und der zweite Effekt ist, den man auch bestimmen kann. Lege eine +1/+1 Marke auf eine verdächtigte Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Du kannst bestimmen, dass sie nicht mehr verdächtig ist. Mhm. Das heißt also, ich lege eine Marke auf mein Skelett. Na? Und ich kann jetzt sagen, wenn ich möchte, dass sie nicht mehr verdächtigt ist. Und du zerstörst ihn hier, ne? Ja, genau, der ist zerstört eine Kreatur. Nein, und ich nehme auch die Ankam ist sie sogar nur, ey. Und ich nehme auch die Verdächtigungsmarke runter. Du kannst auch nur eins bestimmen, wenn du willst. Ne? Nö, will ich auch nicht. Ich nehme auch die Verdächtigungsmarke runter. Hm. Und dann zerstörst du meine Kreatur? Ja, die ist tot jetzt. So. Da kann er nämlich jetzt auch blocken und vielleicht sterben, damit ich hier meinen Fall lösen kann. Wenn ich möchte, natürlich. Ja, und dann greife ich dich noch an, ne? Für 6. Einmal bitte. Unglaublich schnell. Da bist du dran. Handkarten noch 3? 3, ja. Okay. Na, so schnell ist das gar nicht. Mhm. Nee, aber ja. Mein Deck hat eigentlich eine gute Kurve. Also das kann eigentlich so von 1 bis 2 auf 3 auf 4 so hochspielen. Ist ja ganz toll. So ein bisschen. So, mal gucken. Kann aber auch natürlich total daneben gehen. Ob der noch mehr Removal kommt. So, denn jetzt pass auf. Ja. 4 Mana drehen. Ui. Und dann kommt jetzt aber bitte. Ferox aus dem Beilbrecherwald. Ui, ui, ui. 4-4 Kreatur mit Todesberührung und Eile. Mhm. Jetzt könnte ich angreifen, aber ich greife mal lieber nicht an, weil ich nur noch 9 Lebenspunkte habe. Wow, traut das ja. Und der hat Abwehr, Beweissicherung 4. Das heißt, immer wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, die bzw. die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. sie, es sei denn, jeder Spieler schickt Karten mit Gesamtmana-Betrag 4 oder mehr aus seinem Friedhof ins Exil. Mhm. Dein Friedhof hat gerade. Aber auch gerade. Ich habe gerade genau 4. Ja, ich weiß. Witzig. Ja, ganz ja. Lustig. Ne? So, und dann 6 Punkte Schaden würde ich bekommen, da ist mir bei Damage und so ist mir zu gefährlich. Dann bist du dran. Einen Teppich. Mhm. Zieh eine Karte. Einfach mal ein bisschen gegenlaufen lassen. Spiel mit Birger. Mhm. Ist eigentlich auch schön. Ja, klar. Mhm. Da kommt der auch schon richtig hart um die Ecke. Das ist natürlich jetzt schade, aber machen wir es einfach so. Tödliche Komplikation. Ja. Ne, ich schicke hier meine 4 Mana-Betrag-Karten ins Exil, damit ich ihn zielen kann. Und dann zerstöre ich deine Kreatur. Und eine Marke kann ich jetzt nicht legen, weil sie nicht mehr verdächtigt ist. Mhm. Dann greif dich an. Für 6. Unglaublich. Da musst du dran. Mann, was ist hier los, Leute? Zack. Nee, gelöst ist der Fall, wenn ich... Ah doch, ja, wenn ich kein verdächtigtes Skelett mehr kontrolliere. Ist schon gelöst, ja. Oh, das heißt? Das heißt, ich könnte jetzt für 2 Mana diesen Fall opfern und dann mir eine Karte raussuchen, aus meiner Bibliothek. Ja, okay. Also, muss keine Kreatur sein, kann auch ein Spontanzauber, eine Hexerei sein, kann alles sein. Land. Jetzt kannst du dir irgendwie einen Kränke raussuchen, der Eile hat oder irgendwas. Oder, obwohl, du musst 2 Mana bezahlen. Und der kann sagen, ja, das geht die erste Runde schon wieder an dich. Das ist aber unglaublich krass. Ja, heftig. Ja, ich danke nochmal. Muss ja, ja. Solange ja. Ich kein verdächtiges Skelett kontrolliere. Oh, ja, ist ja jetzt nicht mehr verdächtig. Ich bringe mal auf den Renko, die improvisierten Fesseln. Das ist eine Verzauberung, die sagt, wenn die ins Spiel kommen, schick eine Kreatur deiner Wahl, die entgeht natürlich ins Exil, bis die improvisierten Fesseln das Spiel verlassen. Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Mhm. Ja, 5. Ja. Dann bist du. Ende deines Zuges. Würde ich noch einen Schock auf dich spielen? Ja. Ja, ich sehe das schon kommen hier. Jetzt hab ich. Ist ja eine Karte.
Ah, Safety First. Wir spielen nochmal so einen frenetischen Sündenbock. 1-1, wenn er ins Spiel kommt, verdächtige ihn. Mhm. Und theoretisch immer, wenn eine andere oder mehrere andere Kreaturen unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen. Und falls der Sündenbock verdächtig ist, kann ich eine andere Kreatur verdächtigen. Falls ich dies tue, wird er dann, ist er dann nicht mehr verdächtigt. Also er kann die Marke so rüberschieben. Und dann greife ich dich mit Beinen an. Das sind 4 Punkte Schaden, richtig? Ja. Dann geht tatsächlich Match 1 hier krass an dich. Okay. Heftig. Ich leg mal so eine kleine unscheinbare 1 hier hin. Da. Ich wollte ihn noch spielen, damit heftig. Irgendwie, falls ich praktisch noch nichts machen können. Das ging ja wirklich zack, zack, zack vorbei. Meine Güte, ist das schnell gewesen. Krass. Krass, 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 krass. So, okay, ja. Aber wir haben Sideboard. Das heißt, dass man einsetzt. Sollte man nutzen. Meine Güte. Dass es so schnell geht, hätte ich wieder nicht gedacht. Also, ich hatte sogar einen Mulligan, Leute. Okay. Ja, toll, ne? So, das heißt, was nehmen wir denn? Rechte für Knechte. Ja! So, ja. Ja, ja. So, das ist alles zu langsam hier. Alles zu langsam. Oh, das war doch eine gute erste Runde. Tja, definitiv. Ich lasse mein Deck so. Das war ja gerade ganz gut. Ja, das lief ja auch bei dir. Das lief ja auch bei dir. Also tatsächlich ist das ein bisschen sehr schnell für mich hier. So, mal überlegen, was können wir denn da rausnehmen? Will ich denn überhaupt? Das weiß aber, jetzt weiß ich ja, was mich erwartet, so nach dem Motto. Ich borde mal 2 Karten raus. Tu das. Um 2 reinzunehmen, die. Oder? Ja, das ist. Die nicht. Die nicht. 2 gehen raus, 2 gehen rein. Ja, schwarz-rot ist, also weiß-grün ist eigentlich schnell und ich habe das Deck schon auf schnell gebaut. Aber das ist natürlich dann schönes Direct Damage hier, so nach dem Motto, ne? Irgendwie, so viel habe ich gar nicht davon in meinem Deck. Ja. Aber ich habe noch viel Zeit. Ja, oder Sideboard. Removal halt einfach. Das war jetzt auf jeden Fall wieder schön alles hier kaputt machen. Kaputt, 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 kaputt. Ich finde diese, oh, wie ist die nochmal, diese, die deine Kreatur zerstört hat. Ne? Die Karte ist ziemlich cool. Ja, weil sie zerstört, zum einen für 3 Mana zerstört sie eine Kreatur, klar, ne, was ja schon so ein Mord ist sozusagen. Und zum anderen kann ich halt auf eine verdächtigte Kreatur noch eine Marke legen und sie theoretisch entverdächtigen, was ja auch ja, in dem Set natürlich super ist. So, ne? Also viele Kreaturen sind verdächtigt, kann ich die halt pumpen. Nimmt man ja mit, ne? Also Mord plus eine 1+1 Marke und den negativen. Naja, negativ, ist er ist ja auch mal positiv, der Effekt. Und dafür ist sie ja auch zweifarbig, ne? Das heißt, dann siehst du natürlich auch immer, dass dann praktisch zweifarbige Karten natürlich Multicolor-Spells immer mehr können als einfarbige natürlich. Jo. Ne? Ich möchte aber, dass mein Deck auch mal zeigen kann, was es kann, weißt du? Das heißt, jetzt mal ein schönes 1-1 soll jetzt kommen und dann bitte ein 2-1 für mich. Ein kleiner Wunsch. Ich habe verloren, das heißt, ich darf entscheiden, ob ich anfangen möchte oder dich anfangen lasse. Ja, lass mich doch anfangen. Und natürlich möchte ich im zweiten Match auch wieder anfangen. Okay. Ich möchte das so machen. So, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. So, zack, zack. So. Okay, bitteschön. Danke. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Ah, grün gefällt dir besser, ja, eine grüne 1 dahin zu legen, ja? Er ist größer. Kann man besser erkennen, dass das eine 1 ist. Okay,
Das halte ich. Ich nicht. Okay. Stimmt, Malling hast du gerade auch noch genommen. Aber du ziehst ja auch wieder eine, ne? Und dann, ja. Okay, okay. Ja, aber ich würde ja auch theoretisch eine ziehen, würde ich mit 7 Karten haben. Also. Das ist keine Ausrede, das ist keine Ausrede. Das sind 7, alles gut. Das Gesicht gefällt mir besser. Der Zweifler. Ich halte. Ja. Gut. Natürlich hältst du. So. Ach, ganz unten bitte. Mhm. So. Ready? Ja. Boy. Dann kommt bei mir die üppige Säulenhalle. Ist eine Waldebene, das heißt, ich kriege grünes oder weißes Mana, kommt getappt ins Spiel. Und wenn sie ins Spiel kommt, wenn die überwachen 1 an, das heißt, ich soll die oberste Karte in deinem Bibliothek an, ich kann sie auf meinen Friedhof legen. Dann gucke ich mir mal die oberste Karte in meinem Bibliothek an. Mhm. Und überlege ein bisschen länger. Und lass sie liegen. Bin ich? Mhm. Dann ziehe ich eine Karte. Ich spiele das Radau-Theater. Mach genau das gleiche. Ne? Überwachen 1. Kommt getappt ins Spiel. Mhm. Die will er nicht. Nee. In Friedhof. Ach, oder? In der Friedhof, stimmt. Ja. Opa, nein. Sorry. Würde schön. Ja, tot geglaubt. Willst du durchlesen? Ja. Tot geglaubt. Schwarz ein, spontan zwar. Bis zum Ende des Zuges eine Kreatur in der Wald plus 2 bis nur, wenn diese Kreatur bringen sie besitzt und verdächtige sie. Okay, alles klar. Mhm. Da musst du dran. Okay. Oh, ich komme mal. Ich will mal hell sichten. Ja. Das ist so automatisch. So. Früher gab es Überwachung. Weißt du, was für 2 Mana kommt? Da kommt eine scharfäulige Anfängerin. Versuch es aber nochmal. Du bist dran. Dann tapp ich. Zieh eine Karte. Spiel einen Sumpf. Und, ja, ich bin schockt. Ne? Ach Mist, ich habe gerade den Gedanken, ich muss nur den ersten Schock überleben. Da bist du dran. Mensch, ey, dass er die immer wegschocken kann. Ja, so, pass auf. Jetzt aber kommt hier für 3 endlich Trostani. Dreifaltiges Raunen. 4-4. Grün, weiß und ein weiß oder grün ist, also 2 grüne, ein weißes. Ja, ja, ja. Legendäre Kreatur Dryade 4-4. Und für grün 1 eine Kreatur deiner Wahl erhält Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Ja. Für weiß oder grün Hybrid eine Kreatur deiner Wahl erhält Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Und für weiß und 2 eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Damn. Bam. Frisst das, Junge. Das ist natürlich krass. Die ist super. Die ist so gut. Ja, ich muss ja auch was haben, ne? Ja, kann ich's? Ja. Okay. Die kannst du nicht wegschocken. Das ist ja in der Karte. Sperrengebirge. Ja. Stimmt, kann ich nicht. Dann bist du dran tatsächlich. Ja, schöne Grüße nach Hamburg. Ja, guck mal. Und danke für die Komplimente hier. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt beim Trading Card Superstore vorbei. Also, wir haben ja eigentlich immer eine gute Zeit. Wir sitzen ja gerade auch hier im Stream drauf vom Trading Card Superstore. Hallo. Und ja. Freut mich, dass du es cool fandest. Da werden wir uns ja wiedersehen. So, wieder kommt nix. Ja, kommt nichts. Ah, da kommt nichts, sagt er. Hm. Dann zieh ich mal, ja? Hm. Glaube ich doch alles nicht, weißt du? Ist alles Lug und Betrug. So, ein Mana mehr. Dann möchte ich doch mal in nicht meinen Angriff gehen, sondern wir drehen mal 4. Ja. Und bringen einen Ferox. Der hat nämlich Eile. Ja. Und dann möchte ich mal in Angriff gehen. Ja. Komm, die beiden. Krieg 8. Bam! Das ist brutal. Ja, bin ich. So, dann. Leute. Yeah! Mann! Bin ich? Junge! Ha! Ja, du bist dran. Ich genieße den Moment. Ich genieße Schöne den Moment. Hm. Micha genießt den Moment. Das ist Magic, Leute. Das ist einfach cool. Wenn du dann so hart zurückkommst. Holy! Ich bin mal das Massaker-Mädel. Notorische Killerin. 4-4 mit bedrohlich. Kreaturen, die du kontrollierst, haben verdorren. Sie fügen Kreaturen Schaden in Form von -1/-1 Marken zu. Und immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt und falls ihre Widerstandskraft kleiner als 1 war, ziehe eine Karte.
Ja. Okay. Die ist heftig. Da musst du dran. Aber ich habe keine Angst mehr. So, siehst du, mein Deck muss einfach nur stark zurückkommen, Leute. So, zack. Mehr Zauberenergie. Das ist immer gut für uns. Mhm. Denn erstmal, ne, pass auf, stellt mein. Du bist ja ausgetappt, ne? Stellt mein, das stimmt, ist immer die Sache, stellt mein Ferox, ne? Ja. Dein Massaker-Mädel. Hm. Mal, doofe Namen, eine knallharte Frage. Das heißt die Karte. Knallharte Frage heißt die. Hexerei, ja. Ein grünes Mana. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, ja, Schadenspunkt in Höhe ihrer Stärke zu. Dann stirbt sie. Da ist die weg. Für ein grünes Mana. Das ist krass. Frisst das. Ja. So, guck mal. Ja, schade. So, du hast 12, ne? Bin ich tot, ja. Dann gehe ich in meinen Holy Angriff. Ja, ne? Lass ich durch. Und kann ja nichts machen. Mit den beiden und sag dann, hier, ich gebe mal Doppelschlag. Oh, das sah nicht so dann kriegst du nämlich 4, 8, 12, Junge. Ja, oh, ich muss mal runter auf 0. Das war schneller als sein Mensch, Leute. Also, stimmt. Mord in Call of Männer wird von vielen unterschätzt, wie bräthart die Karten sind. Jetzt kann ich dir sagen, ich habe auch überlegt, ich hätte auch ein Deck bauen können, irgendwie mit hier Verdächtigen und bla 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 und sonst irgendwas, aber ich wusste ganz genau, dass es mega hart nur aggro wird, ne? Weißt du? Mhm. Ja, ja. Und so, jetzt haben wir nur einen von diesen tollen grünen Würfeln, weißt du? Ich dachte, warum nimmt der den und keine Würfel, die irgendwie sonst hier. So, Stylo, die müssen cooler aussehen, weißt du? Dann machen wir mal hier 1-1. So, irgendwie so. So, 1-1. So steht's. So steht's geschrieben. Boy. Ja. Ne? Ja? Jetzt hast du Respekt vor dem Deck, ne? Nö, hat er nicht. Geht. Immer so Disrespekt. Aber da seht ihr auch, wie schnell die Matches sind. Ein bisschen cool bleiben, weißt du? Ein bisschen cool bleiben. Ja, Full Power ist natürlich auch schneller. Ne, da merkt er auch, also bei den Einsteiger-Deck-Matches oder so, da kann es schon mal ein bisschen länger gehen, weil die Karten natürlich nicht einfach so mega krass stark sind, wie jetzt hier bei uns. Ne? Ich boarde jetzt mal nicht, das hat mir jetzt gefallen. Also, jetzt boardet er, guck mal. Ja, jetzt boarde ich. Mehr Schocks. Ein bisschen vielleicht. Ja. So. Nee, also ich board jetzt mal nicht, weil das hat jetzt ja funktioniert. Jetzt hat das Deck ja mal gemacht, was es machen soll. Dich vertrimmen. Ne? Und das muss ich jetzt gleich nochmal machen, damit wir auch das schön schaffen, damit ich 2-1 gegen dich gewinne und dann macht Jenna dich nochmal 2-1 fertig. Das ist dann ja auch fair, weißt du? Und dann treffe ich mich mit Jenna im Finale. So ist das Gesetz. Weil du die Anmoderation nicht gemacht hast. Weißt du? Ausgleichen die Gerechtigkeit. Ach so. Ja, so ist das. Das sind die kleinen Fügungen, ne? Wo einfach, ja. Ich muss einfach zu meinem Deck nochmal bitte, bitte, bitte sagen. Aber man hat doch solche Tage, also gerade wenn das so close ist von der Power, vom Power Value der Decks oder so, dann hängt es ja wirklich davon ab, spielst du die Kurve oder irgendwie, ne, kommt da mal nix oder was, irgendwie, keine Ahnung. Und wir spielen da, wir bauen Decks ja immer on script. Das heißt, ich kenne sein Deck ja auch noch nicht. Ich habe mir das Video nicht angeschaut und dann läufst du da einfach rein. Ich habe mein Deck ja auch noch nicht gespielt. Ne? Ja. Und eigentlich würden wir es auch teilweise schon gerne öfter spielen, aber es kommt bei Magic ja immer so viel hinterher, dass wir dann schon wieder die nächste Edition spielen. Ne? Aber jetzt erstmal ein schönes, ist ja auch schön, dass es in das dritte Match geht. Nee. Hier, da kommt der Paranoiker hier. So. Das ist keine Ahnung, wie ich abgehoben hatte. So. Wieder genauso zurück, wie abgehoben war. Genau, ja. Das geht auch. Das hätte ich auch noch machen können. So abheben und dann wieder genau zurücklegen. So. Also. Oh, warte mal. Okay. Ich möchte anfangen. Du möchtest anfangen? Ja. Habe ich mir gedacht. Das ist natürlich Mist, dass er jetzt anfängt. Denn damit schlägst du zuerst zu. Er atmet schwer. Das finde ich gut. Dann trifft man eine Entscheidung. Magic lernt einen auch, Entscheidungen zu treffen. Nee. Bei mir ist auch nee. Ich hatte nämlich nur ein Land. Echt, nur, und mit nur einem rot. Land kannst du nicht werden. Nur rot und dann High Spells und ein paar bisschen schießen. Wie viele Länder spielst du? 24. Oh, okay. Und dann keins ist natürlich dann auch. Na, ich hatte zwei rote. Ja, okay. Aber halt kein schwarzes. Das wollte ich nicht halten. Okay. Nicht, wenn ich Multicolor-Karten auf der Hand habe, you know? Ja. Yes.
die an Cuyahoga die familieninternen Matches auf Einsteiger Full Power, die werden kündigen, wenn du dem YouTube-Kanal folgst, dann haben wir da einen Post gesetzt heute, dass heute die Full Power, also wir geben da kurz vorher Bescheid. Teilweise gibt's aber nur am also, wir haben heute Bescheid gegeben, nicht irgendwie. Genau, nicht ein paar Tage vorher, weil. Ja, genau. Ist bei uns auch immer ziemlich ein bisschen spontan. Ja, der Junge ist so kompliziert. Nee. Ich? Ganz sicher nicht. Aber ansonsten werden sie ja auch auf YouTube hochladen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du bist wieder aktiv, das heißt, du musst zuerst sagen, ob du hältst oder ich ob halte. Du nochmal neu nimmst. Die Karte geht runter. Er hält, sagt er. Dann. Muss ich auch mal, was ist das für eine Hand? Auch eine weg. Okay. Jo. Let's go. Ich zieh nichts. Ich spiele ein Gebirge und gebe ab. Mhm. Ich zieh was. Siehst du dieses Gebirge? Mhm. Macht es dir Angst? Ich sehe das Gebirge. Macht es dir Angst? Nein. Sollte dir Angst machen. Da, Wald. Und du? Ziehe. Ich spiele einen Sumpf. Siehst du den Sumpf? Mhm. Sollte dir Angst machen. Mhm. Da musst du dran. Ich erzittere. Ja. Cool. Zack. Ja, so, diesmal anderer Start hier. Zwei Mana und nichts. und es kommt tatsächlich nichts. Ja, hast recht. Bin ich dran? Ja, bist du dran. Ziehe. Ja, Mats, siehst du so, Mats, siehst du so, ne? So, jetzt kommt was. Ich spiele ein Krenko. Mhm. Baron der Zinnstraße. 3-3 Eile. Mhm. Kein Tappen. Mhm. Opfer ein Artefakt. Lege eine Marke auf jeden Goblin, den du kontrollierst. Mhm. Und immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, kann ich ein rotes Mana bezahlen. Falls ich dies tue, erzeuge ich einen 1-1 roten Goblin. Und er hat Eile bis zum Ende des Zuges. Angriff. Krieg 3. Da musst du dran. Mhm. Wir müssen tappen. Artefakt opfern, was du nicht hast. Okay, gut. Dann ja, Artefakt opfern. Also ja. Ja, genau. Füttern, ja. Mhm. Aber der andere Effekt ist zum Beispiel, können auch deine Artefakte sein, ne? Bist du fertig? Ja. Hast du gehört? Das ist der andere Artefakt. Also der Goblin. Ja, ja, ja. Okay, da. Der wird vielleicht gut gegen Janas Detektiven-Deck, wenn sie ein Detektiven-Deck spielt. Das kann sein. Was kommt für 3 Mana und ich verrate es nie? Tosani. Richtig geraten. Oh ja, toll. Dann bist du dran. Super. Soll ich nochmal sagen, für 3 Mana hat er 4-4 ja. Und ich kann für 2 Mana eine Kreatur Todesberührung geben, für 1 Mana eine Kreatur Wachsamkeit geben und für 3 Mana eine Kreatur Doppelschlag geben. Cool, oder? Yeah! Woo! Mhm. Super! Toll! Ja, finde ich auch. Mache ich nicht gerne. Schweres Atmen. Aber ich spiele einen Schock und einen Galvanisieren. Hm. Heißt also, ich füge ihr einmal. Hast du die gebordet? Ja. Aha. 2 Schaden zu und einmal 3 Schaden auf eine Kreatur. Falls ich in diesem Zug 2 oder mehr Karten gezogen hätte, wären es stattdessen 5 Schaden. Hm. Das ist halt galvanisieren. Ja, aber es ist halt trotzdem 2 Karten für eine Karte. Das ist immer nicht. Doof, aber. Und dann kriege ich 3. Kriegst du noch 3, ja. Okay. Aber ist so. Bist du dran? Ist so. Ich habe nicht. Zieh ich mal. Die bleibt definitiv nicht im Spiel. Das ist die schlimmste Karte in diesem Deck. Mhm. Ganz klar. Ich bringe einen Wald. Was kommt bei mir für 4 Mana? Hm? Nicht Trostani, sondern dieser Hund. Ferox. Ist das ein Hund? Nee, ist eine Bestie. Das ist eine Bestie mit 4-4 Eile, Todesberührung und Abwehrbeweissicherung 4. Ja, ich habe 3. Aha. So, Attacke für 4. 1, 2, 3, 4. Ja, du. Wird das jetzt hinrennen? 3 Schaden gegen. Ja. Gegen anscheinend. Weiß ich nicht. Ja. Mal gucken, Angriff. Was ja, 3. Da musst du dran. Okay. Ich bring mal die üppige Säulenhalle getappt. Und habe. Also gibt grünes, weißes Mana. Und ich habe Überwachung 1. Das heißt, ich schaue mir die oberste Karte an und sage, die darf in meinen Friedhof. Ne? So. Ja. Weißt du, was bei dem richtig cool ist? Dass der Eile hat und dass der nicht legendär ist. Das heißt, den kann man 2-mal legen. Boom. Ja. Und dann kommen die beide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grün, weiß ist nämlich eigentlich richtig schnell. Ja. Merke ich. Du hast da im 3-Mana-Zug einen 4-4er und dann im 4-Mana-Zug noch einen 4-4er mit 4-4er, Eile und Fußbuch. 4-4er, 4-4er. Bin ich dran. Dann bist du dran, ja. Ja, wir machen dieses Damage. Das nennt sich dann Damage Race. Nennt sich das so. Wer greift zuerst und wer macht zuerst natürlich Schaden? Aber wenn er mich jetzt angreift, liegen da 8 Schaden auf dem Board.
Ja, ich kann nicht mehr so gut fahren. Ich bin an. Schön. Das ist doch schön. Sehr schön. Zack. Dann ziehen wir doch mal. So, ja. Du hast da zwei Handkarten und Mana hat er offen. Aber ich sage mal, wie reagierst du denn eigentlich auf die improvisierten Fesseln? Ja. Dann kriege ich nämlich zwei Lebenspunkte. Mhm. Und die Kreatur ist einfach mal raus. Und dann möchte ich mal angreifen. Ja, es kommt durch. Da, ich habe noch... Noch ein Schock auf der Hand und ein Sumpf. Predicted, Leute! Erstmal kommt mein Song. Oh, ich fühle das. Oh, ich fühle das, da Leute. Da werden die. Ja. Ich fühle das. In den nächsten Zügen werden die Karten gekommen. Aber herzlichen Glückwunsch! Bam, Junge! Einfach, weißt du, ich habe mir gedacht, so, ich mache einfach nur. Ich bringe einfach nur drauf. Einfach nur dicke, einfach nur drauf, dicke Kreaturen. Ne? Denn. Mann. Ja, ist das also du hast aber gar nicht, also ich hab noch vier. Ja, ich habe hier noch so einen Lactos drin oder so. Ach, der das sieht doch geil, der kostet 6 Mana, viel zu teuer. Ja, hätte ich schon längst spielen können. Im Duell. Ach, geht doch nicht. Hm. Ne? Also ich drehe das mal hier auf 2. Ich habe eine Judas. Holy moly, Leute. Ich habe gestachelt einen Diener. Ja. Der ist natürlich nicht unbedingt gut so gegen ein aggressives Deck. Aber das heißt, es ist alles möglich. Also, es kann jetzt wirklich sein, dass Jenna auch noch mal gegen ihn gewinnt und dann treffe ich mit Jenna im Finale. Dann ist der Junge wieder total zerstört zu Hause. Dann muss er sich erstmal wieder aufbauen mit Pizza und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie ein bisschen. Ne? So. Danke für den Wunsch. Ne? Und ja, gut. Aber da wir jetzt ja auch das Ganze noch auf YouTube hochladen, ne, müssen wir es ja mal zum Ende bringen. Also, es wird noch 2 Matches geben. Wir gehen bei Twitch gleich hier in die Pause. Aber auf YouTube, ne, sagen wir schon mal, hier wartet noch, es kommen noch weitere Uploads. Und zwar als nächstes Match kommt dann Julian gegen Jenna oder andersrum Jenna gegen Julian. Und dann werden wir sehen, wer es macht. Ne? Weil danach gibt es ja noch ein drittes Matchup, wo ich entweder gegen Jenna treffe, was ich mir ja wünschen würde. oder vielleicht wir nochmal aufeinander treffen. Was, hä? Ja, gleich. Das ist praktisch irgendwie. Nee, Quatsch, wir ja nicht. Nee. Hä? Nee, Jenna spielt gegen dich und dann spiele ich gegen Jenna, aber es könnte das Finale werden, weil Jenna dich dann ja hart fertig gemacht hat. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Das wollte ich sagen. Aber schön, dass du mir zuhörst. Mal gucken, ob Jenna mich überhaupt fertig macht. Ne? Ja, das werden wir sehen. Alle werden das gleich sehen. Ja. Aber dann gehen wir jetzt einmal kurz in die Pause und sagen schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr die YouTube-Wiederholung seht, lasst ein Abo da, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar, baut den Jungen wieder auf, ne? Und kommt dem Trading Card Superstore vorbei. Ist cool hier. Ne? So, eine Antwort noch. Morgen kann man die Fallout-Decks entsprechend ihres Power-Levels einordnen. Da haben wir ein Matchup zu gemacht. Also wir haben die geunboxed auf YouTube und wir haben auch ein richtig cooles Match gemacht. Und es sind eigentlich alle ziemlich gleich stark. Sind richtig cool. Richtig cool. Richtig cool. Vielleicht das Mottenmann. Ja, also und einige im Store sagen, dass das Mottenmann-Deck Cäsar toll. Mutantengefahr ein bisschen stärker ist als die anderen. Ja. Aber es ist natürlich immer so eigene Meinung. Also eigentlich finde ich die ziemlich ausgeglichen. Und ich finde tatsächlich, dass Karl auf Männer eine etwas wirklich unterschätzte Edition ist. Also die Edition ist wirklich super. Manche Kartennamen sind ein bisschen komisch. Ne? So irgendwie, ja, aber, das ist sowieso immer. Ja, aber die Karten sind gut. Hat man ja gerade gesehen. Also unglaublich schnell Powerdeck-Matches, voll krass. Ne? Ja, das ging gerade richtig schnell ab in deinem Deck mit deiner Tristani und deinem Fenrir oder was das auch immer da war. Deiner Bestie. Ja. Gut, mächtig. Dann sind wir mal kurz in der Pause und sehen uns gleich wieder. Und auf YouTube Dankeschön fürs Zuschauen und bis im nächsten Video. Tschüssi. Tschüss.